bist du erst hoch und dann nach rechts oder direkt nach rechts? Warum weißt du noch nicht, wo du bist? Also ich bin so ein bisschen rechts rüber und dann hoch. Aber hier habe ich so viel Treppe. Ich bin dann erstmal rechts rüber. Ich geh mal dann links sein, wo ich jetzt mit rechts bin. Nee, andersrum. Okay. Wechsel mal die Hand. Ach, hast du das. Und da oben kommt er jetzt erstmal nicht. Ja, komm, ich hab dich. Bamba. Im Fallen muss ja auch mal sein. Ich auch für mich. Du bist da. Na, ich versuche gerade wieder in die Mutter so reingefahren, wie ich da war. Aber ich kriege wieder Kopf gar nicht mehr mit mir. Was war der entspannte Part? Es gibt keinen unentspannten. Und du bist jetzt den ganzen Weg mit dem Fahrrad hierher gefahren, oder? Ja. Wirklich? Ja. Und ich komme aus der Nähe von Berlin. Ja. Magdeburg. Ja. Ja.
beiden waren letzten Winter eine Woche. Schwer verliebt. Ich hab letztes Jahr war es ein bisschen besser, weil man das. Ja, wir sind gestern Abend, oder jeden Nachmittag angekommen, war mal kurz zu mir mit der Bett. Ah, okay. Komm ab. Ja, wie lange bist du hier? Wie bitte? Wie lange bleibt du noch? Komm ab. Eine Woche. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit hier. Wir haben eine Bude in Buzet, so ein Stückchen drüber nach Istien. Komm ab. Und so, da auch noch ein paar Gebiete auschecken. Ja, cool. Komm mal rein. Wir sind vor anderthalb Jahren schon gewohnt, da waren wir im Februar, März hier. Und das war eigentlich ideale Kletterbedingungen, würde ich schon sagen. Ja, 10 Grad, das war nicht. Ja, ich glaube, das ist eher so im Winter. Ja, wir haben auch im Rosett rum ein paar Gebiete erkundet und das war auch alles toll. Und dann hatten wir aber am Ende, sind wir dann hier hingeblieben, weil wir dann unten in der Mausefalle, ne, hatten wir dann ein Projekt. Das hat uns dann so ein bisschen angezogen, dass wir, ich glaube, drei Tage, wie lange warst du dann unterwegs? Dann warst du jetzt. Also ich muss seit halt drei Monaten zur Vermutung kommen. Stimmt, Chris. Nice, Gamba. Cool. Und das ist, hast du ein Ziel? Oder fährst du einfach weiter, bis du keine Lust hast? Also erstmal den Winterwilden Griechen aufverbringen. Nice, nice. Gamba, Gamba. Gamba. Aber wie viele Klappen hattest du schon? Ich habe jetzt noch gar keinen, aber einmal muss ich meinen. Also muss ich so ein bisschen gebrochen war. Aber das hat alles gefallen. Ja, ich finde jetzt Respekt für das Niveau aus dem Fahrrad, mit dem ich 1000 Kilo wieder fahren würde. Nee, aber geht eigentlich ganz gut. Also. Aber wie bist du da über die Alpen gekommen? Ich bin nach Innsbruck. Ja. Und dann so über den Brenner, diesen Brennerpass. Ja. Der ist nicht ganz gescheit. Ja, ging eigentlich. Also war schon hart. Glaube ich. Aber ging. Und dann halt über, also Richtung Villa. Mehr oder weniger so ähnlich wie man auch mit dem Auto fährt. Oh, ein Kleppi. Oder nee, wir sind über den Torwartplatz, ne? Karawanken. Ah, okay, genau. So, da kannst du mit Fahrrad ausmachen. Ja. Ja, ich muss halt immer ein bisschen gucken, so wo sind die Radwege, weil ansonsten ist es halt scheiße mit den ganzen Autos. Ja, aber ist das hier einigermaßen ausgebaut? Ja, geht, also könnte besser sein. Ab und zu ist es schon mal ganz cool, aber manchmal wird man halt dann an der Straße fahren. Also machen sie keinen extra Radweg neben den großen Straßen, das ist ein bisschen kacke. Aber oft geht es auch nicht. Cool, echt. Viel Spaß. Danke, wünsche dir auch. Danke, gleichfalls. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ja, ich bin Roman, das ist Rüdiger. Rüdiger? Ja. Und Roman. Ja, und Christoph. Und Klippi. Wenn ihr noch eine Woche hier seid, könnt ihr bestimmt nochmal. Ja. Bis Mittwoch, glaube ich, auf jeden Fall noch ehrlich. Aber jetzt hier ein paar Tage hochkämpft. Aber nachdem ihr mich heute Morgen geweckt habt, habe ich mich bestimmt nicht mehr seit mich noch mal angeschaut. Weil ich dachte, vielleicht nervt es dann, weil du nicht hier bist. Vielleicht warst du lange. Schönes Ding. Also ich bin jetzt hier schon ein paar Tage und dann geht jetzt wahrscheinlich noch schön. Alter, mir suppt es aber auch so in die Augen hier. Ich verstehe dich. Ist alles gut. Hast du nicht noch was drauf? Nee. Meine Brille ist voller Schweiß. Dann kommt Michapet und wenn man noch ein Stück weiter fährt, das ist ein anderes Dorf, das ist schön kalt, da kann man auch klettern mit ein bisschen Leichtbewegung. Egal, da wolltest du, das ist das Ort, die Ortschaft, wo zuerst das Erdbeben hier los ist. Ah, okay. Ja, das ist auch rechts von der Brücke. Das ist schön, ja. Ja, vielleicht. Aber ich schlafe bestimmt nur, dann kommen dann jeden Tag hier wieder her. Okay. Alles klar. Ja, falls ihr noch mal hier seid und zufälligerweise ein Auge auf mir noch haben wollt. Ja, ja. Ja, das wäre cool. Ja, ja, klar. Das ist da. Alles klar, dann macht ihr noch einen schönen Tag. Jawohl, vielleicht sieht man sich. Ja, tschüss. Tschüss.
dabei. Hi. Komm ab.頑張れ。お願いします。はい、おめでとう。